Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Nina, das hier ist meine Beauty-Welt. Ich habe heute für euch eine neue Lokero-Box. So, das ist mein persönliches Abo. Falls ihr Lokero noch nicht kennt, Lokero ist quasi eine Mode-Abo-Box. Man hat aber, also das ist ein bisschen anders als jetzt so normale Abo-Boxen, und zwar bezahlt man am Ende nur das, was man behält. Man bekommt 5 Kleidungsstücke oder Accessoires in einem Rhythmus seiner Wahl. Man kann von jeden Monat, alle 2, alle 3 Monate oder tatsächlich nur bei Bedarf sich so eine Box kommen lassen. Es gibt eine passende App dazu. Und das Ganze kostet im Prinzip pro Box eine Servicepauschale für den Stylisten in Höhe von 10 Euro. Ich sage aber gleich noch was dazu. Und wie ich schon sagte, ein Stylist sucht anhand eines Profils, was man dort in der App von sich angibt, seine Vorlieben, Maße, Art sich zu kleiden, was auch immer, das kann man dort alles eintragen, sucht der passende Kleidung für dich aus und du bekommst das dann nach Hause geschickt. Das können auch Schuhe sein, Schals, Mützen, Jacken, alles Mögliche. Man bekommt dann auch über die App eine kleine Vorauswahl, bevor die Box kommt. Du kannst dann direkt sagen, das hätte ich gern, das hätte ich auf gar, möchte ich nicht haben und so weiter. Man kann sich natürlich auch komplett überraschen lassen. Und wenn man aus dieser Box etwas behält, man bekommt dann eine Rechnung mit dabei, das zeige ich euch auch gleich. Und wenn man aus dieser Box etwas behält und den Rest kostenlos zurückschickt oder man behält halt alles, bekommt man diese 10 Euro Servicepauschale angerechnet. Ja, die zahlt man im Vorfeld, die werden dann am Ende da vom Kaufpreis dann abgezogen. Sollte man gar nichts behalten, würde man diese 10 Euro dann halt bezahlen für den Service, den man in Anspruch genommen hat. So, und jetzt habe ich aber bis zum 21.10. hat Lokero jetzt im Moment so ein Special. Sonst bekommt man ein Guthaben von 15 Euro, wenn man über meinen, das ist ein Freunde werben Freunde Link. Wenn ihr über diesen Link in der Infobox eure erste Box bestellt, bekommt ihr bis zum 21.10. nicht 15 Euro, sondern sogar 30 Euro, das Doppelte, an Guthaben, wenn ihr einen Teil behaltet. Und das heißt, ihr habt dann 30 Euro Guthaben für die nächste Box und könnt das dann im Prinzip, ja, wenn ihr euch dann einlösen. Also wenn es ist dann tatsächlich so, wenn ihr euch ein Teilchen zum Beispiel behaltet, was 30 Euro kostet, dann habt ihr das umsonst, ja. Also wirklich jetzt bis zum 21.10. Das Ganze ist natürlich flexibel, jederzeit kündbar. Und bei mir ist es jetzt, glaube ich, die 4. oder 5. Box, ich weiß es nicht genau. Ja, und ich bin gespannt, was da jetzt drin ist. Ich werde euch jetzt zeigen, was mir zugeschickt wurde. Ich habe noch nicht reingeschaut. Also ich habe wirklich bis jetzt nur hier das aufgemacht. So, dann könnt ihr mal sehen, das Ganze sieht dann so aus. Kommt dann mit so einem Seidenpapier umschlagen zu euch. Dann habt ihr hier ein persönliches, ja, so ein persönliches Anschreiben von eurer Stylistin. Meine Stylistin heißt Anouk und sie schreibt halt auch, ich will mich jetzt noch nicht spoilern lassen, aber da steht ganz genau drin, was sie sich dabei gedacht hat, dass sie mir diese Sachen zugeschickt hat. Dann habt ihr hier sogar passend zu euren Sachen Styling-Möglichkeiten. Einmal natürlich mit Sachen, die ihr auch da in dem Shop kaufen könnt. Man kann auch die Klamotten ganz normal einzeln shoppen. Also ihr müsst zum Beispiel euer Guthaben auch nicht mit einer Lokero-Box verrechnen lassen. Ihr könnt zum Beispiel dann das nächste Mal auch einfach für 30 Euro im Lokero-Shop dann einkaufen, im Online-Shop, ne? Da sind dann oft auch so Basics einfach, die vielleicht jeder im Schrank hat, wie man das dann kombinieren kann. Rechnung ist mit dabei. Ja, und jetzt schaue ich mal rein, was wir hier haben. Okay. Wow, also das erste Teilchen gefällt mir optisch schon mal ganz gut. Ich will das auch mit euch zusammen anprobieren. Wir haben hier einen grauen Pullover mit so silbernen Knöpfen in der Größe M. Ich habe halt meine Größen angegeben. Der soll 40 Euro kosten, ist von der Marke Morgan. Und der sieht schon mal richtig schön
so aus, dass er schön eng geschnitten ist, wie ich es mag. Ich schlüpfe da mal eben rein und zeige ihn euch dann. Einen Moment. So, ich habe den Pullover angezogen. Der hatte auch hier an den Ärmeln so goldene Streifen. Ich zeige ihn euch. Ich habe jetzt noch einen Top drunter. So sieht der aus. Ich dränge, dann kann ich mich auch gleich selber mal von hinten sehen. Ich müsste wahrscheinlich da. Also der ist schon recht eng. So soll er aber auch sein. Und ich glaube, ich würde das Ganze auf den ersten Blick gefällt er mir schon mal ganz gut. Ich schau mal. Hier habe ich auch, glaube ich, habe ich hier für den Pullover den. Nee, der ist gar nicht aufgeführt bei den. So, dann als nächstes haben wir. Oh, ein Kleid. Schaut mal. Ein schwarzes Stoffstrickkleid von Only. In der Marke, in der Größe M auch, 34,99. Wow, das spricht mich auch an. Cool, da schlüpfe ich auch mal eben rein, guck eben, wie weit ich euch das gut zeigen kann. Ich probiere es auch einfach mal an. Also, das ist voll meins, würde ich sagen. Ich würde es vielleicht mit einer dunklen oder mit einer Strumpfhose auf jeden Fall tragen. Ich versuche euch mal ein bisschen runterzustellen, dass ihr mich vielleicht besser sehen könnt. Schaut mal. Ich stelle mal den Stuhl weg, dann könnt ihr mich vielleicht vor dem. So. Was sagt ihr dazu? Ich bin gespannt auf das Bild in groß, aber. Ich habe auch extra so eine Strumpfhose, die das Ganze ein bisschen straffer macht. Ich weiß, meine Beine sind nicht die schönsten. Ich habe da ja leider auch ein bisschen mit Zellulite natürlich und so zu kämpfen. Aber also ich muss sagen, das gefällt mir doch richtig gut. Also mit einer Strumpfhose jetzt für den Winter kann ich mir das richtig, richtig gut vorstellen. So, dann habe ich als nächstes von der Marke Grace und Mila, die wissen, dass ich mittlerweile, dass ich auf Streifen stehe. Also ich habe schon sehr viele Streifenoberteile bekommen. 49 Euro würde das tatsächlich kosten. Ja, ich probiere es trotzdem mal an. Ich muss mal schauen. Also 50 Euro für so einen Strickpulli finde ich schon viel. Da muss der schon richtig, richtig gut aussehen. Ich probiere den auch mal eben an. Einen Moment. So, ich habe den Pullover an. Schaut mal. Der ist schon schön, ne? Was ich auch an dem besonders finde, ist, dass der nicht die Streifen in weiß hat, wie das sonst so oft ist, sondern das ist halt beige. Der fühlt sich toll an. Der ist nicht so dick. Oh, da muss ich mal überlegen. Also wie gesagt, der kostet 50 Euro. Das finde ich für einen Pullover eigentlich schon viel, aber ich mag sowas einfach, ne? Ich denke drüber nach. So, und dann, ich habe noch zwei Teile. Habe ich denn jetzt bisher? Ja, stimmt, fünf Teile. Was haben wir denn hier? Eine Strickjacke. Oh, du siehst schon aus, als ob du fluchst. Aber schauen wir mal. Wovon bist du? Itchy? 59,95 würde die kosten. Schaut mal, jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich die über den Pullover ziehe. Was da das dann, ich probiere es einfach mal. Ich hoffe natürlich nicht, dass der Pullover dann total versaut ist. Aber ja, also die ist schön. Die würde mir gefallen. Aber, es geht. Ein paar Flusen sind dran. Aber ich habe fast genauso eine. Und für 59, was kostet sie? Ja, 59,95 ist das dann nichts für mich. Okay, und dann last but not least habe ich eine Hose. Okay, wow, da bin ich jetzt aber mal gespannt drauf. Das ist von CC Rit High Trousers Blue Dark. Okay, eine hochgeschlossene Hose. Was würde denn diese Hose kosten? Auch 59,95. Okay, die probiere ich auch noch mal an. Aber wahrscheinlich mit meinem hellen Pullover, wenn man die sonst nicht sieht. Okay, also gefallen tut mir alles, was hier drin ist. Wirklich. Also theoretisch, wenn ich da nicht das ein oder andere schon so hätte,
könnte ich alles behalten, aber ich probiere die Hose jetzt auch nochmal an. Einen Moment. So, ihr Lieben, ich habe die Hose an. Sie passt. Ich mache euch mal ein bisschen tiefer, dass ihr mich sehen könnt. Also sie passt, aber ich habe hier wie mit vielen, sie ist halt unheimlich stretchy, ne? Also die könnte ich auch mit Schwangerschaft noch tragen. Aber ich glaube, die ist mir ein bisschen zu kurz irgendwie. Also die ist schön, fühlt sich auch schön an. Ist mal was anderes als, wäre mal was anderes als Jeans. Ich bin ja eigentlich so total das Jeans-Girl. Aber ich wüsste nicht, was ich da für Schuhe zu anziehen soll. Ich glaube, ich bin dann so, ich werde da gleich mit meinem Mann nochmal Rücksprache halten. Der soll sich das mal angucken, was er meint. Der ist eigentlich immer, der sagt mir immer ganz gut, was mir steht und was nicht. Oder, ne, auch, oder der sagt dann auch, ach, das würdest du, glaube ich, nicht oft anziehen. Und wo er sich selber nicht so sehr für Mode interessiert, ne? Aber was, er kann mir ja sagen, was ihm an mir gefällt und was nicht, ne? So, ihr Lieben, ich gehe nochmal in mich und überlege mir, was ich behalte und was nicht. Es werden aber definitiv ein paar Teile sein. Also mit dem Pullover liebäugel ich. Das Kleid werde ich auf jeden Fall behalten. Und die Strickjacke geht zurück und über den grauen Pullover und über die Hose denke ich nochmal drüber nach. Ja, aber ansonsten, ihr habt gesehen, und ich sage euch, die Sachen, die hier alle, die hier drauf sind, die gefallen mir alle. Also es hat jetzt, ja, so zwei Boxen ungefähr gedauert, bis wir uns so eingegroovt haben, bis ich so alles richtig angegeben habe. Ihr habt auch in der App, ich nenne das immer so ein bisschen wie Modetinder, da gibt es so eine Funktion, mag ich oder mag ich nicht, so ein Spiel ist das quasi, da werden einem immer so Kleidungsstücke angezeigt und man kann das dann entweder herzen oder xen. Und ich sage das immer Modetinder zu. Und so erfahren die im Prinzip, was dir gefällt, ja. Und also die Sachen sind wirklich ganz, ganz toll. Und alles, was ich jetzt hier so vorgeschlagen sehe, gefällt mir auch alles. Also mittlerweile haben wir uns wirklich richtig eingegroovt. Und ich kann Lookero wirklich empfehlen, ja. Ja, also weil es ist so flexibel und klar, man hat diese 10 Euro Beratungspauschale erstmal, aber die wird einem ja wieder gut geschrieben, wenn man die halt, wenn man das dann etwas behält, ja. Und okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Klamotten fandet. Jetzt bis, wie gesagt, wenn ihr Lookero mal ausprobieren wolltet, jetzt ist da echt eine gute Gelegenheit, weil ihr bekommt die doppelte Einladungsprämie, ja, in Höhe von 30 Euro. Und da kann man auf jeden Fall, kann man das wieder schön in schöne Sachen investieren. Und ja, ihr Süßen, bleibt mir gesund und ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, nutzt gerne den Link in der Infobox und ich wünsche euch jetzt wie immer einen wundervollen Tag. Bis dann. Ciao.